Das heißt, auch Sie werden bedroht und beschimpft. Und dass es auch für unsere Fraktion im Thüringer Landtag gilt. Wenn ich Ihnen erzählen würde, wie die AfD im Thüringer Landtag unsere Abgeordneten bedroht. Und immer in Situationen, wo niemand dabei ist, wo es immer perfide läuft. Können Sie das mal erzählen? Mich würde das mal interessieren. Ich höre das nie offiziell. Können Sie uns mal ein Beispiel geben? Also es ist einfach Fakt, dass die AfD tatsächlich faschistische Methoden anwendet. Zwei Beispiele. Das eine, wir haben eine junge Abgeordnete, die war neulich im Fahrstuhl. Wir haben eine Reihe von AfD-Abgeordneten in den Fahrstuhl hinein. Und die stellten sich tatsächlich so mit ihren Gesichtern vor sie und grinsten sie an und hörten nicht auf. Eine Situation, aus der sie nicht herauskommt. Das andere Beispiel ist das extreme Gegenbeispiel, aber auch das Methode der Nazis. Übertriebene Freundlichkeit. Gehen Sie doch mit uns Kaffee trinken. Und sollen wir Sie nicht da und dorthin mitnehmen und fahren und so weiter? Ich selbst wurde neulich von einem AfD-Abgeordneten bedrängt, der körperlich meinen Weg begleiten musste. Also ich will damit nur sagen, das ist eine AfD, das ist keine bürgerliche Partei.